MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Yo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Heute gibt's mal wieder eine Top-Liste, diesmal von den besten Star Wars Szenen. Aber ich möchte vorher nochmal anmerken, bevor alle schreiben, wo ist denn die Szene und die Szene? Wie kannst du nur diese Szene vergessen? Das ist keine endgültige Auswahl von mir. Ich fände es auch wirklich zu schwer, ein Video zu machen, wo ich mich endgültig auf eine bestimmte Anzahl von Szenen festlege, weil da sind einfach so viele gute Szenen und man muss halt auch einfach den technischen Fortschritt beachten, welcher nun mal erweiterter ist bei zum Beispiel Rogue One im Vergleich zu Episode 4. Außerdem ist so ein Video immer sehr subjektiv, man kann es also nie jedem recht machen. Deswegen werde ich in diesem Video einfach über Szenen reden, die mir besonders gut gefallen, und es kann also auch durchaus vorkommen, dass es Szenen gibt, die ich besser finde als welche von denen, die hier jetzt drankommen. Aber jetzt wurde auch mal wieder genug gelabert. Bedenkt das einfach, bevor ihr schreibt, die und die Szene war nicht dabei, der Abo. Übrigens, aus urheberrechtlichen Gründen werde ich die Szenen wahrscheinlich immer nur ganz kurz einblenden, bevor ich darüber laber, weil ich kriege da im Gegensatz zu anderen immer irgendwelche Urheberrechtsmeldungen. Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört? Nein. Das dachte ich mir. Es ist nicht die Art Geschichte, die ein Jedi erzählen würde. Es ist eine Legende der Sith. Jetzt werden sich womöglich manche fragen, was soll an der Szene so besonders sein? Palpatine sitzt mit Anakin im Theater und erzählt ihm eine Geschichte. Und ja, im Prinzip ist es genau das, aber was hier so interessant ist, ist halt der Kontext. Palpatine hat schon sehr früh angefangen, Anakin zu manipulieren. Auch schon als jungen Padawan, doch die Szene ist wirklich sehr entscheidend, denn die trägt entscheidend dazu bei... entscheidend, dass Anakin sich der dunklen Seite zuwendet, weil Palpatine ihn glauben lässt, dass so seine Albträume von einer sterbenden Padme nicht zur Realität werden. Eine sehr dramatische Szene, Kenobi, der quasi Lukes Vaterrolle eingenommen hat, wird von Lukes eigentlichem Vater vernichtet. Beziehungsweise nicht vernichtet, sondern er opfert sich, um Luke als Machtgeist zu unterstützen. Eine wirklich sehr traurige und dramatische Szene, die mir insgesamt aber auch vor allem, wenn man die Bedeutung dieser Szene beachtet, sehr gefällt. Und da kann man auch noch gerade so drüber hinwegsehen, wie gammelig der Lichtschwertkampf eigentlich ist. Ich meine, es war ja auch der allererste Kampf in Star Wars, also der allererste Lichtschwertkampf. Ich liebe dich. Ich weiß. Diese Szene finde ich so cool, weil sie ist halt einerseits schon sehr traurig, muss man sagen. Leia und Chewbacca wird ihr Han Solo einfach entrissen. Aber man erkennt einerseits, wie sich dieser Charakter von Han gewandelt hat, weg vom egoistischen, hinterhältigen Schmuggler zu einem Typen, der auch an andere denkt und moralisch handelt. Trotzdem, und das feiere ich am meisten, ist Han Solo immer noch Han Solo geblieben, was man an dieser Antwort bemerkt. Ich liebe dich. Ich weiß. Damn, it feels good to be a gangster. Ursprünglich sollte er sagen, I love you too, was deutlich langweiliger wäre, aber der Schauspieler von Han Solo, also Harrison Ford, hat sich dafür eingesetzt, dass er diesen Satz stattdessen sagt, und jenes, muss man sagen, passt auch besser zu dem Charakter. Viele sagen ja, das wäre die beste Szene aus den ganzen Prequels, weil sonst wird man ja nur von langweiligen Dialogen und Politik berieselt. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber man kann schon feststellen, dass diese Szene quasi so ein kleiner Ausreißer ist. Also ich finde die Szene schon relativ amüsant, so ein Pottrennen.
Da kann man, glaube ich, nichts gegen einwenden. Das sieht auch schon ziemlich echt aus dafür, dass der Film circa 18 Jahre alt ist. Und ja, halt auch ziemlich nice zu sehen, was für ein Talent Anakin beim Podrennen schon am Start hat. Dieses sogenannte Duel of the Fates aus Episode 1 ist meiner Meinung nach wirklich revolutionär, was den Lichtschwertkampf betrifft. Darth Maul wurde ja auch von Ray Park besetzt, welcher ausschließlich wegen seiner akrobatischen Fähigkeiten als Stuntman auserwählt wurde, und im Nachhinein hat man ja auch den Großteil seiner Sprechzeit im Film gestrichen. Wie auch immer, ein ziemlich gelungener Kampf, vor allem dafür, dass der Film aus dem Jahre 1999 stammt. Nur sehr schade, dass Qui-Gon dort starb, aus dem hätte man noch meiner Meinung nach ziemlich viel machen können und sollen, statt ihn direkt in Episode 1 abzumurksen. Also gut, ich werde es versuchen. Nein, nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Was wäre denn diese Liste ohne eine Szene mit Yoda? Ich persönlich mag halt einfach sein Aussehen und seine Charakterzüge. Also zum Beispiel seine Weisheit oder seine besondere Art, die Grammatik der Sprache Basic zu vergewaltigen. Vor allem seine Weisheit und Erfahrung wird in den Szenen auf Dagobah besonders deutlich. Und somit verdient diese Szene definitiv einen Platz in diesem Video. Ja, das soll es noch nicht gewesen sein mit Lichtschwertkämpfen in dieser Liste, denn da gibt's ja noch Anakin bzw. eher Darth Vader versus Obi-Wan. Also technisch sowieso echt krass, wie schnell dieser Kampf ist, sehr viel Bewegung, sehr viel Power und vor allem der storytechnische Anteil ist hier bedeutend. Man sieht, wie aus Anakin nun endgültig Darth Vader wurde, die dunkle Seite benebelt seinen Verstand. Er würgt Padme, sodass sie bewusstlos wird, obwohl sie ja eigentlich der Grund für seinen Seitenwechsel ist. Also sehr dramatisch, sieht auch ziemlich echt aus, dieser Planet Mustafar. Ich meine, der Film ist 12 Jahre alt, das darf man halt nie vergessen. Und wir erfahren, wieso Darth Vader so einen Cyborg-Anzug trägt. Nach Jahrzehnten der Dunkelheit entscheidet sich Darth Vader, seinen Meister zu töten und seinen Sohn zu retten und wechselt somit auch zur hellen Seite. Wenn man sich ganz Star Wars, jetzt mal abgesehen von Episode 7 und Rogue One, in der episodischen Reihenfolge anschaut, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann ist das meiner Meinung nach einfach ein geniales Ende. Mir gefällt auch vor allem, wie Darth Vaders Gewissensbisse deutlich wurden. Halt komplett ohne Mimik, da er ja einen Helm trägt oder halt eine Maske, was auch immer. Also insgesamt meiner Meinung nach eine sehr geile Szene, weswegen ich die hier auch mit ins Video gepackt habe. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Der Plot-Twist schlechthin, der weltweit Berühmtheit erlangt hat und auch Leuten, die nicht allzu viel mit Star Wars zu tun haben, oft auch bekannt ist. Man muss sich halt einfach vorstellen, dass das für die Kinogänger damals in den Anfang 80ern ein sehr krasser Plot-Twist war, denn man kannte ja bisher nur die Geschehnisse aus Episode 4. Ich finde, im Gesamten ist die Szene einfach nur nice. Nur ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen. Eine für mich sehr geile Szene, die auf die vorherige in dieser Liste quasi folgt,
Man sieht zum ersten Mal, wie Darth Vader ohne Maske aussieht. Und ja, ich weiß, man hat seinen Hinterkopf ganz kurz in Episode 5 gesehen. Aber hier sieht man auch mal sein Gesicht und später dann seinen Machtgeist. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sogar besser, dass die im Nachhinein Anakin aus Episode 3 als Machtgeist gemacht haben, da man mit ihm halt viel mehr verbindet als mit dem Typen, den man im Original sieht. Mir gefällt auch der Dialog zwischen den beiden sehr gut, auch eine sehr emotionale Szene, die somit eindeutig in diese Liste gehört. Aber Leute, schreibt ihr doch mal rein, welche Szenen euch besonders gefallen, vielleicht habt ihr ja sogar auch so eine Rangliste. So eine endgültige Rangliste wäre ziemlich schwierig, weil da müsste man echt schon ordentlich drüber nachdenken. Schreibt's mal am besten mit Begründung in die Kommentare. Und ja, ich weiß, manche Szenen davon kommen schon in meinem Video namens Top 5 beste Darth Vader Szenen vor. Aber hier habe ich auch nochmal andere Erklärungen geliefert, wieso ich diese Szenen so gut finde. Und es geht halt einfach nicht, dass in einem Top-Listen-Video bezüglich der besten Szenen in Star Wars diese halt fehlen. Ansonsten habe ich noch eine Ankündigung bezüglich eines Abo-Specials. Habe ich jetzt mal nach hinten gepackt für die, die es nicht interessiert. Ich habe vor, ein 10.000 Abonnenten-Special zu machen und es halt zweiteilig zu gestalten. Und ja, ich weiß, es dauert noch ein wenig bis zu den 10.000, aber diesmal habe ich mir vorgenommen, damit mal rechtzeitig zu beginnen, sodass ich das nicht allzu spät release. Also der erste Teil wird ein Video sein, das es so noch nicht auf diesem Kanal gab. Und das zweite quasi auch nur mit dem Unterschied, dass ihr vorher wisst, was das für ein Video sein wird und ihr bei der Gestaltung auch mitwirken könnt. Nämlich habe ich schon ein paar Mal die Frage bekommen, ob ich nicht mal ein Q&A machen kann. Und ich dachte, das wäre eigentlich eine nice Idee, so als ein Teil eines zweiteiligen Abo-Specials. Und deswegen jetzt an euch die Aufforderung, schreibt mal Fragen in die Kommentare zu etwas, das euch interessiert. Muss absolut nicht Star Wars bezogen sein, kann auch persönlicher sein. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass die Frage auch ins Video kommt, aber an sich gibt es da keine wirkliche Vorgabe. Ihr könnt auch gerne lustigere Fragen stellen, bei denen meine Antwort nicht allzu ernst sein wird. Also eher mit Humor verbunden, sodass das Video halt lustiger wird. Oder ihr könnt halt auch normale Fragen stellen, wo ich dann halt richtig antworte. Es können natürlich auch Star Wars Fragen sein. Habe ich natürlich absolut nichts gegen. Also ihr wisst Bescheid, ballert Fragen in die Kommentare. Und wenn dort genug sind, die man beantworten kann, dann kommt so ein Q&A auch zustande. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten gönnt euch noch meinen MMOGA-Link in der Beschreibung. Dort kriegt ihr alle möglichen Spiele und Spielzubehör deutlich günstiger. Also auf jeden Fall mal einen Blick wert, haut rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.